es geht, wie sehr häufig bei der Konferenzwoche in diesen Tagen, um die Klimafrage, genauer um Klimaschutz oder globale Gerechtigkeit. Es hat hier einen etwas anderen Zuschnitt als bei Herrn Töpfer oder bei Herrn Schneidewind. Wir haben hier nämlich zwei Philosophen mit in der Runde. Und das Besondere an diesen Philosophen ist, es gibt ja noch einige Philosophen, aber das Besondere an diesen Philosophen ist tatsächlich, dass sie sich mit diesen beiden Fragen sehr intensiv beschäftigt haben. Sie haben das ganz tief durchdacht auf ihre Weise. Das werden wir versuchen, heute ein bisschen mit herauszuarbeiten, dass man das von sehr unterschiedlichen philosophischen Standpunkten aus tun kann. Ich stelle Ihnen vor, Thomas Pogge aus Yale und Bernward Gesang aus Mannheim. Herzlich willkommen. Vorstellen darf ich Ihnen auch meine Kollegin, Dr. Clara Stumpf. Sie ist Nachhaltigkeitswissenschaftlerin, hat vor einiger Zeit promoviert auf dem Feld der Nachhaltigkeitsökonomie und der Nachhaltigkeitsethik. Bist du einverstanden damit? Kann man das so sagen? Das ist Clara Stumpf, auch ihr. Herzlich willkommen. Da wir das gemeinsam moderieren, übergebe ich das jetzt direkt an Clara. Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Co-Moderator wird den meisten hier bekannt sein, Sven Krien-Riebke, Koordinator des Moduls Wissenschaftsträg Verantwortung. Schön, dass du da bist. Ja, wir haben uns zwei große Themen vorgenommen heute hier bei diesem Gespräch unter dem Titel Klimaschutz oder globale Gerechtigkeit. Wie gesagt, zwei sehr große Themen, große Herausforderungen ohne Zweifel. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie erreichen wir diese beiden Ziele? Überfordert es uns eigentlich, sie gleichzeitig erreichen zu wollen? Und drängt sich dort, wo die Klimaveränderungen die Menschheit existenziell bedrohen, nicht vielmehr eine andere Priorität auf, nämlich die Frage, wie verhindern wir globale Katastrophen und Verwerfungen? Oder ist es umgekehrt vielleicht so, dass die Fragen nach Klimaschutz und globaler Gerechtigkeit so eng verwoben sind, dass wir sie unbedingt gemeinsam betrachten sollten? Ist ohne Gerechtigkeit auch kein Klimaschutz möglich und sinnvoll? Ja, bei diesen Fragen möchten wir gern wissen, welche Hilfe uns die Philosophie zu diesen Überlegungen leisten kann. Und auch, welche konkreten Reformvorschläge auf der politischen Ebene, aber auch bezüglich individueller Handlungsoptionen sich aus der philosophischen Reflexion ableiten lassen. Schließlich wollen wir gern besprechen, wie realistisch und umsetzbar diese Reformvorschläge im Kontext unserer derzeitigen demokratischen Strukturen und der internationalen Ordnung sind. Die beiden Diskutanten wurden gerade schon kurz eingeführt. Wir möchten aber auch Sie als Publikum herzlich einladen, sich zu beteiligen. Und dafür haben wir Jelena hier bei uns. Jelena wird jetzt gleich Karten verteilen. Und auf diese Karten können Sie gerne Ihre Fragen schreiben und sich dann bemerkbar machen, indem Sie diese Karte hochhalten. Jelena wird sie einsammeln und zu uns hier vorne aufs Podium bringen. Bitte nur eine Frage pro Karte. Und wir werden dann versuchen, diese Karten hier in das laufende Gespräch, Ihre Fragen in dieses laufende Gespräch einzubringen. Bitten um Verständnis, dass wir eventuell eine Auswahl treffen müssen, aber freuen uns sehr auf Ihre Fragen, also eine herzliche Einladung zum Mitmachen. Es können auch Statements sein, Meinungsäußerungen, all das ist erlaubt. Keine Kritik. Das passt überhaupt nicht zur Philosophie, das wollen wir gerne außen vor lassen. Sehr gut. Herr Gesang, ich habe in Heidelberg studiert und daher weiß ich, in Mannheim wird die unternehmerische Elite von morgen ausgebildet. Was reizt Sie denn als Philosoph daran, ausgerechnet an der Uni Mannheim ethische Fragen einzubringen? Ja, wir haben das Stichwort schon gegeben. In Mannheim hat man die Chance, tatsächlich die Absolventen, die später in die DAX-Konzerne vorstoßen, nochmal sich vorzunehmen und denen versuchsweise
ethisches Bewusstsein einzuimpfen. Der Fakultätsdekan von den BWLern hat mir zwar schon mal gesagt, Wirtschaftsethik, was soll das eigentlich? Das haben wir mit der Muttermilch eingesogen und das ist sowieso schon zu spät. Das ist also sozusagen die Haltung der Fakultät zu dem Problem. Trotzdem aber ist es natürlich... Sie fühlen sich dennoch wohl dort? Ja, ich bin in der philosophischen Fakultät. Ach so. Also ich bin Wirtschaftsethiker bei den Philosophen. Das ist in Deutschland auch ein seltsames Konstrukt. Meistens ist in der Wirtschaftswissenschaft selbst diese Wirtschaftsethik angesiedelt und dann ist das irgendjemand aus der Humann-Schule, der als Message verbreitet, alles was ist gut und mehr davon macht es noch besser. Also neoliberal pur. Und das ist natürlich jetzt insbesondere auch ein inhaltlicher Punkt, den man da bringen kann, dass man versuchen kann, insbesondere diese Studenten, die relativ klar auf Linie gebracht sind, die also 90% oder 99% ihres Studiums auf eine bestimmte Art zu denken trainiert zu werden, dass man versucht, denen erstmal klarzumachen, es geht nicht darum, auch nur auswendig zu pauken, sondern tatsächlich auch mal den eigenen Kopf anzuwerfen, kritische Fragen zu stellen und das ganze System, in dem sie quasi groß geworden sind, auch nochmal auf den Kopf zu stellen. Damit gehorche ich einem Diktum unseres Ex-Rektors, der sagte also, die Lehre nach der Finanzkrise kann ja nicht die Lehre vor der Finanzkrise sein. Deshalb sind 99,9% der Lehre genauso geblieben, wie sie immer sind. Und ich quasi erzähle dann allen, was ihr bislang gehört habt, müsst ihr aber nochmal in Frage stellen. Wie effektiv das ist, kann man sich zwar vorstellen, aber immerhin, man hat die Gelegenheit, die ganze BWL-Kohorte, die muss also verpflichtend bei mir in die Vorlesung rein, habe ich noch 350 Mann da sitzen. Und also so ähnlich wie hier? Ja, das ist, glaube ich, fast sogar noch mehr. Und also insofern hat man schon mal ein gewisses Einfallstor. Ne? Also das ist schon, beachte ich auch als Privileg, dass man da versuchen kann, wirklich was vielleicht zu bewegen. Und gibt es auch Momente in solchen Konstellationen, wo Sie selbst sagen, da habe ich so noch nicht dran gedacht, das ist ja eigentlich die ideale Situation, dass Sie als Philosoph hineingehen in ein anderes Fach und durchaus auch ein Feedback erhalten, mit dem Sie so nicht gerechnet haben? Ja, das ist tatsächlich so. Ich meine, erstmal muss man natürlich diese große Menge daraufhin abrichten, dass sie überhaupt Feedback geben kann. Weil die sind eigentlich gewohnt zu schlucken. Und, aber das ist ja eine gute Ausgangslage für Sie. Ja, aber es ist natürlich auch schwierig, dann in so einer großen Vorlesung, wenn man das gerade nicht will, wenn man die Mentalität unterwandern will. Ich bin ja so ein bisschen der Unterminierer des Systems. Sagen Sie das auch so? Ja, wenn ich gute Laune habe, ja. Nein, je nachdem, wie gerade der Lacherkoeffizient ist, den man damit erzeugen kann. Aber es ist schon dann schwierig, einen Dialog anzufangen mit so einer großen Vorlesung. Ich mache zwar immer wieder Diskussionseinheiten und versuche dann wenigstens ein Gespräch zu führen, aber das sind dann immer dieselben 10 Mann von den 350, die sich melden. Und die sind dann ein bisschen interessierter, die haben vielleicht Philosophie als Beifach oder so. Und die große Masse schweigt natürlich vor sich hin und da kann man auch schwer was dran ändern in so einem Format. Ne? Eigentlich brauchte man 10 Tutorien für kleine Gruppen dabei, wo die Leute das dann nochmal im Detail wiederholen können. Und da haben wir aber kein Geld für. Herr Pogge, Sie sind Philosoph, Sie haben bei John Rawls promoviert und ich denke, man kann Sie als engagierten Philosophen bezeichnen. Die Wochenzeitung Die Zeit hat Sie 2009 mal als Weltverändererdenker bezeichnet. Was hat Sie denn dahin gebracht? Wie wird man Weltverändererdenker? Ja, also ich glaube, ich war das eigentlich immer, also mit dem Denken vielleicht nicht, aber mit dem Verändern schon. Also ich bin aufgewachsen in einer Generation in Deutschland, das war damals so die Zeit des Vietnamkrieges, des Schah-Besuches und so weiter. Das sind so meine frühen Erlebnisse als Teenager. Und da war es ganz, also wir fühlten uns als Mitglieder einer Generation, die unbedingt die Welt verändern würde. Es war nur eine Frage der Zeit. Wir haben also gedacht, so in den ersten paar Jahren machen wir erstmal den Vietnamkrieg und so weiter und dann verändern wir mal die Regierungsstrukturen, die Universitäten und so weiter, also eins nach dem anderen. Es war so eine Zeit des unendlichen Optimismus, was man sich heute kaum noch vorstellen kann. Und ich war ganz und gar Teil dieser Generation, nicht? Also insofern bin ich das Verändern war von Anfang an mit dabei. Und ich habe dann mich so ein bisschen in die Philosophie verliebt und das wurde noch viel größer, als ich dann den Rawls kennenlernte und dachte, jetzt kann man tatsächlich mit der Philosophie auch noch was anstellen. Das ist nicht nur so eine Spielerei,
wo man über interessante Probleme nachdenkt, sondern man kann jetzt sogar Argumente finden, vielleicht die Amerikaner, die ja mit der Gerechtigkeit nicht viel am Hut haben, vielleicht mit dieser Rawlschen Theorie kann man sie vielleicht doch noch dazu bringen, dass sie ein bisschen friedfertiger sind, ein bisschen gerechter sind in ihrer Außenpolitik insbesondere. Sie haben sich ja in Ihrer philosophischen Arbeit bisher mit Themen wie Weltarmut oder der Förderung von der Demokratie in jungen Demokratien oder auch der globalen Gesundheit beschäftigt. War dann jetzt die Arbeit zum Klimawandel der logische nächste Schritt? Ja, das ist wohl der logisch nächste Schritt. Also die großen Probleme, die die Menschheit hat, sind die Probleme also der Security, also militärische, also Waffenvernichtung, also Massenvernichtungswaffen, Technologien, gefährliche Technologien und so weiter, dann der Klimawandel und dann eben das Armutsproblem. Das sind die ganz, ganz großen Probleme, und das Klimawandelproblem ist eines, was in absehbarer Zeit, also in den nächsten 2-3 Jahrhunderten, Milliarden Menschen das Leben kosten wird, wenn die gegenwärtigen Trends so weiterlaufen. Also es ist ein unerhörtes Gerechtigkeitsproblem. Ich bin da ein bisschen reingerutscht, also ich hatte mich damit zunächst mal nicht beschäftigt, bin da ein bisschen reingerutscht, dadurch, dass ich jetzt mit einem Juristen eine Gruppe aufgemacht habe, die versucht, die schon bestehenden Rechtsdokumente dahingehend zu interpretieren, dass eben jetzt schon Verpflichtungen auf Seiten von Staaten und Firmen bestehen, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Ganz unabhängig davon, ob die Staaten sich auf irgendwas einigen werden in Paris oder nicht. Also es gibt jetzt schon bestimmte Rechtsverpflichtungen, und wir wollen eben sehen, ob wir mutige Richter finden, die auch bereit sind, durchzusetzen. Klimaschutz und globale Gerechtigkeit, das hört sich so selbstverständlich an, wenn man das hört. Aber kann das eigentlich mehr sein als eine Sonntagsrede? Handelt es sich hier nicht tatsächlich um zwei sehr große Problempakete? Wäre es nicht viel klüger, die sozusagen getrennt voneinander zu behandeln, Herr Gesang? Das glaube ich ganz und gar nicht, weil nämlich das beste Mittel, um den Klimaschutz global umzusetzen, wahrscheinlich auch das Armutsproblem am besten bekämpfen könnte. Also ich würde nach wie vor meinen, dass das beste Mittel, um Klimaschutz zu realisieren, ein globaler Emissionshandel wäre. Also eine Festsetzung von Obergrenzen, die wir noch emittieren können auf naturwissenschaftlichen Raten, wahrscheinlich irgendwas, was sich am 2-Grad-Ziel orientiert. Und dann die verbleibenden Restmengen, die wir noch haben, zu handeln, da einzusetzen, wo sie am effektivsten sind. Und das auf einer Basis eines gleichen Pro-Kopf-Rechte-Prinzips. Also jedem Erdbürger stehen sozusagen die gleichen Möglichkeiten zu Verschmutzung in die Atmosphäre zu schicken, und daraus wird sich dann eben aus der Grundkonstellation ergeben, dass wir in den industrialisierten Ländern unser Lebensstil nicht mehr aufrechterhalten könnten, wenn wir nicht zukaufen von Leuten in Indien oder in anderen Entwicklungsländern, die nicht so viel emittieren. Und damit wäre nämlich die Situation geschaffen, dass die aus den armen Drittweltstaaten, die Bürger, sozusagen Verkäufer dieser Zertifikate an uns sind und wir denen quasi dafür was bezahlen müssen. Und damit wäre einerseits das Klimaproblem vom Fleck bewegt und andererseits aber auch das Armutsproblem, weil wir, die Reichen, damit einen riesigen Transfer von Geld von Nord nach Süd in Bewegung setzen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dieses Geld auch ankäme, da wo es sollte, das ist natürlich ein schwieriges organisatorisches Problem, weil viele Regierungen da korrupt sind. Es gibt Modelle des Mikrozertifikathandels, wo man überlegt, ob man das nicht tatsächlich an die betroffenen Leute in den armen Ländern selbst auszahlen könnte, ähnlich wie Mikrokredite auch funktionieren, bloß dass dieses Geld natürlich nicht zurückgezahlt werden müsste. Also da müsste man organisatorisch einiges leisten, aber wenn das so wäre, dass es ans Ziel kommt, würde es das Armutsproblem ganz entscheidend mit vom Fleck bewegen, und damit hätte man beides miteinander verkoppelt, die Klimaschutzbestrebungen und die Lösung des Armutsproblems. Und gerade diese Doppeleffekte machen, dass die Klimaethik auch zu so einem interessanten Gebiet, finde ich. So wie Sie das gerade ausgeführt haben, kann man das miteinander verkoppeln, weil es strategisch gewissermaßen zusammenpasst. Aber Sie würden nicht sagen, die Klimafrage selbst ist ein Gerechtigkeitsproblem oder eine Herausforderung für die Gerechtigkeit. Natürlich ist sie auch eine Herausforderung für die Gerechtigkeit, denn ganz klar, die reichen Nationen verursachen das und die armen Nationen müssen darunter leiden, aber
Ich finde eben, und da geht es ein bisschen zu meinem theoretischen Grundansatz, ich bin eben Utilitarist, jemand, der also vor allen Dingen meint, dass das Wohlergehen auf der Welt maximiert werden sollte. Das heißt, dass es den Leuten tatsächlich besser gehen sollte und dass es nicht nur darauf ankommt, zu forschen, naja, wie die Gleichheit zum Beispiel zwischen verschiedenen Personengruppen beschaffen ist. Also ich finde, Gleichheit und Gerechtigkeit sind auch wichtige Werte, aber eben nur, weil sie im Regelfall sich auf das Wohlergehen von Menschen auswirken. Also sozusagen extrinsischen Wert haben, also Wert abgeleitet von dem Hauptzweck quasi der Wohlergehensvermehrung. Und von daher denke ich eben, dass die Leute leiden unter dem Klimawandel. Das ist das Hauptproblem und da gilt es einzuhaken, dass damit Ungerechtigkeiten verbunden sind. Klar, die erzeugen auch wieder Leid. Beim Gerechtigkeitssinn, das merken wir ja alle, setzt ganz starkes Leidempfinden an. Bei jedem Kindergeburtstag, wo Kuchen verteilt wird, weint das Kind, das das kleinste Stück bekommen hat. Da sieht man also schon, dass wir quasi von Natur aus eine Art Gerechtigkeitssinn haben, dessen Verletzung Leid erzeugt. Insofern sind die ganzen Sachen eng verkoppelt. Aber das Wesentliche meines Erachtens ist es, auf Leid vermeiden und Wohlergehen erzeugen hinzuwirken und Gerechtigkeitsprobleme in der Hinsicht, wo sie sich da auswirken, ernst zu nehmen. Herr Pogge, Gerechtigkeit als extrinsischer Wert, würden Sie dem zustimmen? Nein, dem würde ich natürlich nicht zustimmen. Also ich bin ja kein Utilitarist, sondern ich würde sagen, dass die Gerechtigkeit also einen intrinsischen Wert hat. Und natürlich kann man die Gerechtigkeit als in utilitaristischer Weise definieren. Ich meine, also das, da kriegen Sie das dann intrinsifiziert sozusagen, dass Sie sagen, die Gerechtigkeit ist einfach das, was oder verlangt einfach das, was die Glückssumme maximiert. Aber dem würde ich mich eben nicht anschließen aus verschiedenen Gründen. Ich würde zum Beispiel sagen, dass die Position derer, denen es am schlechtesten geht, dass die eine besondere Priorität genießen sollte, vielleicht nicht so eine extreme Priorität, wie der Rawls sie in seinem Differenzprinzip angesetzt hat, aber doch eine gewisse Priorität. Also ich würde sagen, wenn man in einer Welt, in die stark polarisiert ist, in der es manchen Leuten sehr gut geht, anderen Leuten sehr schlecht geht, wenn man ein gleiches Stück Glückseligkeit entweder denen, denen es gut geht oder denen, denen es schlecht geht, zukommen lassen könnte, hätte man mehr Grund, es denen zukommen zu lassen, denen es schlecht geht. Also deren Glückseligkeit sozusagen zu befördern und das ganz unabhängig vom marginalen Grenznutzen. Also als zusätzliches Argument. Auch selbst wenn der Grenznutzen derselbe wäre, sollte man das also dann den schlechter Gestellten zukommen lassen. Darf ich da kurz direkt einsprechen? Sofort. Ich wollte nur noch mal klären. Also Herr Pogge steht gewissermaßen für die Position, Gerechtigkeit hat einen Eigenwert. Ja, also wie gesagt, also ich glaube, die Philosophen würden eher sagen, die Frage so formulieren, ob die Gerechtigkeit utilitaristisch definiert werden soll oder eben anders. Und, denn Sie können auch ohne weiteres sagen, die Gerechtigkeit hat einen Eigenwert, die Gerechtigkeit ist der Utilitarismus, ist das Maximieren von Glückseligkeit. Nicht? Und das hat dann einen Eigenwert. Vielleicht sollten wir Eva zu viel mit dem Ismen um sich schmeißen, doch das Konzept des Utilitarismus kurz nochmal ein bisschen erklären. Absolut. Vielleicht sollte Herr Pogge das nachher mit dem Rawlschen Konzept vielleicht auch nochmal ganz kurz machen, oder ich weiß nicht, wie weit wir das hier voraussetzen. Ein Schritt weiter gegangen. Okay. Also wie gesagt, Utilitarismus ist eine Theorie, die sich darum sorgt sozusagen, oder dass die einzelne Handlung danach bewertet, ob sie die Summe des Glücks insgesamt auf der ganzen Welt maximiert. Das klingt ja erstmal sehr, sehr merkwürdig. Und man muss auch sagen, der Begriff Utilitarismus ist auch vieldeutig. Also in Feuilletons zum Beispiel lesen wir häufig von utilitaristischen Wirtschaftsprinzipien und so weiter. Und damit ist dann immer egoistisch gemeint oder sowas. Also der Begriff wird da stark verkürzt. Und das hat mit dem ethischen Utilitarismus gar nichts zu tun, sondern der ist in der Tat sehr universalistisch. Das heißt, da kommt es gar nicht drauf an, dass dich das Glück für einen bestimmten Akteur maximiert, sondern eben das Glück tatsächlich auf der gesamten Welt und die Gesamtmenge des Nutzens ist da das Entscheidende. Und man kann sich natürlich fragen, was soll überhaupt dieser Begriff Glück oder Nutzen? Das klingt ja auch erstmal ziemlich künstlich. Ist Glück nicht etwas, was jeder nur subjektiv bestimmen kann? Wie kann man darüber überhaupt so objektivierend reden? Das wird meistens damit gelöst, dass man sagt, Glück ist genau das, was sich die Menschen wünschen. Und wenn sie das erhalten, dann gelten sie uns als glücklich. Das heißt, jeder darf subjektiv sozusagen bestimmen, was er
selber als Glück versteht und dasjenige versucht, ihm dann der Utilitarismus aufzugreifen und möglich zu machen. Und diese Begriffe Glück und Nutzen werden immer parallel gebraucht. Die sind also Synonyme. Also das ist ein bisschen künstlicher Herangehensweise an die Probleme. Aber die Intuition, die dahinter steht, ist, dass es etwas dann moralisch ist, wenn es tatsächlich dafür sorgt, dass es den Menschen, die davon betroffen sind, besser geht. Und zwar nicht nur ein bisschen besser geht, sondern so gut geht, wie es in dieser Situation eben halt möglich ist. Das ist dieses Maximierungspostulat. Also es kommt dann in bestimmten Situationen, würde man sagen, es ist schon gut, wenn es den Leuten besser geht, aber noch besser wäre es ja, wenn es denen so gut wie nur möglich geht. Und warum sollte man eigentlich nicht diese Maximierung ausnutzen? Warum sollte man sagen, man bleibt irgendwo stehen auf irgendeiner Zwischenstufe, statt das Maximum zu erzielen? Das ist dieser Maximierungsgedanke. Und und diese Theorie hat natürlich eine ganze Menge Einwände, vor allen Dingen gegen sich, vor allen Dingen eben den Aspekt. Jetzt dürfen Sie aber noch nicht die Einwände nennen, wir haben ja Herrn Pogge da. Genau, eben den Aspekt, dass es die Gerechtigkeit außen vor lässt und da kann Herr Pogge vielleicht einspringen. Also der Utilitarismus als große Denkströmung in der politischen Philosophie. Herr Pogge ist nun kein Utilitarist und hat natürlich ein paar Ideen dagegen zu setzen. Nenne ich also nochmal zwei. Die eine habe ich schon genannt, das war die allererste, nämlich die, dass ich eine gewisse Priorisierung derer, denen es schlechter geht, befürworten würde. Der Utilitarist ist also indifferent, wenn man das in Zahlen mal ausdrückt, zwischen einer Zwei-Personen-Welt, in der der eine 20 Glückseligkeitspunkte hat und der andere 2 und einer anderen, in der der eine 10 hat und der andere 12. Nicht? Die haben beide 22 als Summe und wenn die Glückseligkeit 22 ist, dann ist es egal eigentlich, wie sie verteilt ist. Da würde ich sagen, dass es nicht egal ist, wäre besser, wenn es der schlecht gestellten Person besser ginge. Ein zweiter Punkt ist der Punkt der Side Constraints. Also Sie haben das eben sehr gut ausgedrückt, dass Sie gesagt haben, der einzelne Handelnde soll eben so handeln, dass er jederzeit die Glückseligkeit der Welt maximiert. Und das hieße zum Beispiel, dass man manchen sehr viel Leid zufügen müsste, wenn man dadurch das Leid von anderen verringern bzw. andere größere Glückseligkeit zukommen lassen könnte. Die Frage ist nur, ob das eine größer ist als das andere. Also wenn ich jetzt als Arzt meinetwegen die Gelegenheit habe, das ist so ein Paradebeispiel, 6 Patienten umzubringen und aus deren Organen dann irgendwie welche anderen Patienten wieder zurechtzuflicken. Und wenn der Vorteil für die zweite Gruppe von Patienten größer ist als der Nachteil für die erste Patientengruppe, dann ist es meine utilitaristische Pflicht, das zu tun. Also ganz stark nochmal ausgedrückt, wenn wir ein Kind das Leben retten können oder noch besser 10 Kindern das Leben retten können, die sind krank, die brauchen ein bestimmtes Organ und wir schlachten nun 2 schon relativ erfahrene Menschen, dann könnte es sinnvoll sein, den Kindern das Leben zu retten. Ja, ich wollte es nicht so ganz ich wollte, so ich wollte es, ich wollte es noch etwas plastischer machen. Okay, danke. Jetzt gebe ich noch ein drittes da dran. Sie haben also gesagt, ganz richtig gesagt, dass der Utilitarismus mit dem, was man im Volksmund utilitaristisch nennt, wenig zu tun hat. Aber eines hat es damit schon zu tun, nämlich, dass wenn sich herausstellen sollte, dass eine Handlung von mir, die mir Glückseligkeit bringt, anderen ein bisschen weniger schade als dem extra Glück für mich, dann ist es meine moralische Pflicht, das zu tun. Also wenn einer von Ihnen jetzt zum Beispiel eine Banane dabei hat und ich aus guten Gründen sagen kann, dass ich mehr Utility aus dem Essen dieser Banane herausziehe, als der glückliche Besitzer dieser Banane ist, dann ist das nicht einfach nur erlaubt, sondern meine moralische Pflicht, mir diese Banane mich, also diese Banane zu bedienen und sie aufzuessen. Und wiederum kann man sagen, das ist ein bisschen kontraintuitiv zu sagen, dass das eine moralische Verpflichtung ist, die auf derselben Ebene steht wie andere moralische Verpflichtungen auch, nämlich alle glücksmaximierend. Herr Gesang kennt die Argumente natürlich. Ja, ich werde ganz kurz versuchen, darauf einzugehen. Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir jetzt kein Subthema Utilitarismus versus Gerechtigkeitstheorie aufmachen und dann nicht mehr zum Klima kommen. Aber der Haupteinwand ist natürlich, wie Herr Pogge und
Herr Riepe auch schon gesagt haben, dieses Szenario müssen wir nicht zum Beispiel einen Opfern, den wir im Krankenhaus haben, der eine Routineuntersuchung macht und von dem festgestellt wird, der hat Organe, die für 5 Patienten, die da irgendwie im Krankenhaus liegen, wichtig sind und würde dann die Nutzensumme sich nicht erhöhen, wenn wir 5 Leben retten und den einen irgendwie opfern. Das ist in so einer Laborsituation, in dem man alle externen Folgen ausklammert, tatsächlich ein Gedankenspiel, was dem Utilitarismus Probleme bereiten kann. Allerdings leben wir natürlich in gesellschaftlichen Zusammenhängen. Da kann man auf 2 Ebenen kontern und sagen, naja, einmal würde das natürlich zur Folge haben, dass sich niemand mehr im Krankenhaus routinemäßig untersuchen ließe, weil die Gefahr immens wäre und das würde also die Institutionen des Gesundheitswesens völlig auseinandernehmen. Also letztendlich würden viel mehr Leute sterben, weil sie nicht ins Krankenhaus gehen und Angst davor haben, als wir retten könnten durch irgendwelche spontanen Organtransplantationen. Das wäre also auf einer direkten Ebene. Und auf einer indirekten Ebene, das ist aber noch interessanter, glaube ich tatsächlich, dass auch allein das Argument, dass wir die Menschenrechte des Individuums damit verletzen, dass wir es opfern würden, wenn wir da im Krankenhaus seine Organe plündern, dass das tatsächlich auch eine utilitaristische Dimension hat, dieses Argument. Nämlich, dass wir in der Gesellschaft sehen können, dass sowas wie Menschenrechte, die sich eben gerade als Titel sozusagen verstehen lassen, gegen die Verrechnung durch den Staat oder durch Institutionen oder so, dass wir sowas brauchen, um eine Gesellschaft aufzubauen, in der soziale Sicherheit herrscht, in der Ängste vermieden werden, Existenzängste, in der quasi ein sozialer Zusammenhalt herrscht, den wir in der Moderne eben kultiviert haben und der jetzt den Erfolg unserer westlichen Gesellschaft überhaupt erst bedingt. Das heißt, diese Menschenrechte haben gerade ihren Nutzen oder glücksstiftenden Effekt und deshalb sollte man auch da wieder sagen, dass sie aus extrinsischen Gründen, eben weil sie Glück vermehren, wertvoll sind und dass man sie eben nicht einfach in beliebigen Situationen verletzen sollte, sondern höchstens, wenn wirklich ganz extreme Fälle sind, da haben Sie einen Unschuldigen und wenn Sie den opfern, können Sie eine Atomexplosion vermeiden. Ja, da sterben, was weiß ich, Millionen Menschen sonst, dann kann man vielleicht in solchen Extremfällen drüber nachdenken. Das gestehen übrigens selbst starke Rechte-Ethiker wie Nozick und so weiter zu, zumindest in frühen Phasen, dass man da in Katastrophenfällen über sowas nachdenken kann. Aber eben im Regelfall sollte man das partout nicht tun und sich einfach an dieser Orientierung, die Menschenrechte vorgeben, halten. Und zwar auch aus Nutzengründen. Der andere Punkt, den Herr Pogge ins Spiel gebracht hat, ist die Priorisierung. Sollte nicht derjenige, der schlecht gestellt ist, einen gewissen Vorrang erfahren? Und da gibt es aber auch Probleme bei. Erstmal müsste man natürlich sagen, wie viel Vorrang soll der denn aufgrund der Schlechtstellung haben? Das heißt, dann hätte man mehrere Parameter, die gegeneinander arbeiten. Also Roger Crisp zum Beispiel hat das mal durchgespielt. Denn wenn man sagen würde, dass priorisiert wird, dann ist also sozusagen die soziale Stellung, die jemand hat, wichtig. Aber es sind auch andere Aspekte, zum Beispiel Nutzenaspekte und so weiter mit zu berücksichtigen. Und wie diese Parameter miteinander verrechnet werden, wie die gegeneinander arbeiten können, ist erstmal sehr schwierig. Da muss man erstmal feststellen, wer ist denn schlecht gestellt? Der jetzt im Moment dem schlecht geht, dem es über die gesamte Summe seines Vorlebens schlecht geht, also derjenige, der wenig verdient hat in seinem Leben oder derjenige, der zum Beispiel im Krankenhaus liegt und gerade keine Lehre hat, ansonsten aber Millionär ist. Das heißt, überhaupt zu bestimmen, wer der schlechtest Gestellte ist, ist schwierig. Und man muss natürlich auch bedenken, was Herr Pogge auch schon in einem Nebensatz angedeutet hat, dass der Utilitarismus auch auf eine Priorisierung der schlechter Gestellten hinausläuft, weil er dieses Prinzip vom abnehmenden Grenznutzen kennt. Also der sagt, der Utilitarismus, dass aus einem Euro sozusagen ein Armer mehr Nutzen ziehen kann als ein Reicher. Und von daher gesehen wäre es natürlich unter Nutzenaspekten immer sinnvoll, den Euro erstmal dem Armen, also demjenigen, der schlechter geht, zu geben als dem Reichen. Und insofern wird eine gewisse Priorisierung da auch erzielt. Und die Frage ist, soll man auch, wenn dieses Grenznutzenprinzip ausgeschaltet wird, dann immer noch weiter priorisieren. Und die Frage ist auch, ob unsere Altersintuitionen, die für Priorisierung sprechen, tatsächlich, wenn man diesen Grenznutzeneffekt rausrechnet, dann immer noch so funktionieren würden, dass sie pro Priorisierung sprechen. Aber das führt uns alles natürlich relativ weit in heiß umkämpftes Terrain.
Ja, vielleicht können wir da aber gleich anschließen und nochmal auf die Position von Herrn Pogge kommen. Sie sind ja ein Vertreter einer Menschenrechtsposition. Wie begründen Sie diese denn und wie halten Sie es da mit der Priorisierung und welche Schlussfolgerungen ziehen Sie dann auch für den Bereich Klimawandel dabei? Gut, also ich fange mal an, noch mit einer Differenzierung, die man hier noch mit einbauen sollte, nämlich die, dass man den Utilitarismus oder überhaupt jede dieser Theorien auf verschiedene Fragen anwenden kann. Und das ging also bei Ihnen ein bisschen durcheinander, das sollten wir auseinander dividieren. Ich glaube, man kann sagen, man ist ein Utilitarist über die Einrichtung der Gesellschaft. Also die Frage ist, wie richten wir unsere Gesellschaft ein, was sollten die Grundstrukturen sein, die Regeln, nach denen die Gesellschaft funktioniert. Und die Antwort könnte man utilitaristisch geben. Oder man kann den Utilitarismus als Instruktion für Individuen benutzen und sagen, also wie soll der Einzelne handeln und darauf die Antwort geben, glücksmaximierend. Und da kriegt man ziemlich unterschiedliche Theorien. Es gibt dann den Regelutilitarismus, den institutionellen Utilitarismus, den, wie wir das Active, also Handlungsutilitarismus vielleicht auf Deutsch. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Und ich würde sehr viel mehr Sympathie haben für den institutionellen Utilitarismus als für den Akt-Utilitarismus, der, glaube ich, self-defeating sein würde. Also wenn wir alle Utilitaristen wären, wenn wir alle immer nur nach dem größten Nutzen für die Menschheit handeln würden, dann würde dabei, glaube ich, alles andere als der größte Nutzen für die Menschheit herauskommen. Nicht? Weil schon einmal, weil wir alle ganz oft ganz radikale Sachen machen würden, Sachen riskieren würden, also Leute machen Kalkulationsfehler und so weiter und so weiter. Also ich möchte nicht in der Gesellschaft leben, in der alle anderen Menschen wirklich ernster versuchen, mit jeder ihrer Handlungen den Gesamtnutzen zu maximieren. Während eine Gesellschaft, die so eingerichtet ist, dass der Gesamtnutzen durch die Regeln der Gesellschaft maximiert wird, wäre, glaube ich, eine ganz angenehme Gesellschaft. Also die würde in vieler Weise der entsprechen, die ich auch haben wollte. Jetzt zu den Menschenrechten. Also ich bin, ich habe in der Debatte über die globale Gerechtigkeit so eine Menschenrechtsposition verteidigt, einfach deswegen, weil ich von sehr schwachen Prämissen sehr starke Konklusionen ziehen wollte. Also ich will nicht sagen, dass die Gerechtigkeit sich in den Menschenrechten erschöpft, sondern ich will nur sagen, dass was immer die, also es gibt ja sehr viel Meinungsverschiedenheiten auch zwischen Utilitaristen und sonst wem und überhaupt auf der ganzen Welt gibt es ganz verschiedene Ansätze zur globalen Gerechtigkeit. Und ich habe eben gedacht, statt jetzt zu warten, bis sich diese ganze philosophische Diskussion irgendwann einmal legt, was ja bei philosophischen Diskussionen kaum zu erwarten ist, fangen wir mal damit an, worauf wir uns jetzt schon einigen können. Das sind mehr oder weniger die Menschenrechte heutzutage. Also die Menschenrechte werden allgemein anerkannt in der Philosophie, in der Politik und so weiter. Jeder bekennt sich dazu. Und ich habe gesagt, nehmen wir das doch einfach nur mal ernst. Nur dieses kleine bisschen, jeder wird sehr schnell zugeben, dass es da mehr gibt als nur die Menschenrechte, aber die Menschenrechte gibt es schon mal. Und wenn wir überhaupt nur sagen, wir sollten unsere Politik so ausrichten, unsere internationalen Strukturen so ausrichten, dass die Menschenrechte, soweit das vernünftig möglich ist, erfüllt sind, dann kriegen wir dadurch schon sehr, sehr starke Konklusionen, nämlich die Konklusion, dass unsere jetzige Weltordnung extrem ungerecht ist, dass sie Menschenrechtsdefizite produziert und reproduziert, die also enorm sind. Die Hälfte der Menschheit lebt ohne dieses oder jenes Menschenrecht. Dass diese Defizite weitestgehend vermeidbar sind durch eine bessere, gerechtere, also sagen wir einfach mal bessere Ausformung der internationalen Spielregeln, insbesondere der internationalen Spielregeln. Und damit lässt sich also eine Kritik fundieren, die weitestgehend absehen kann von all den philosophischen Streitspielen, die man da, wie Sie eben gesehen haben, unter Philosophen gerne führt. Ne? Dennoch ist es Herrn Gesang nicht ganz unwichtig, das Nutzenprinzip da aufrechtzuerhalten in der Debatte, oder? Ja, es gibt eben zwei, eine Unterscheidung, auf die ich vielleicht da nochmal insistieren will. Den Utilitarismus als Richtigkeitskriterium versus den Utilitarismus als Entscheidungskriterium. Also der Utilitarist sagt, es ist richtig, wenn Handlungen Nutzen maximieren, aber er sagt eben, das kann man auch erreichen, indem die Leute gerade nicht utilitaristisch entscheiden. Das hatte ich nämlich vorhin in diesem Beispiel, wo ich schon auf Menschenrechte zu sprechen gekommen war, gesagt, dass man also zum Beispiel sich an Menschenrechten orientieren kann, auch wenn das
unter strikt utilitaristischen Prämissen erstmal scheinbar ein Begriff ist, der in dieser Tradition nichts zu suchen hat. Aber man weiß eben, dass sie soziale Sicherheit geben und einen sozialen Kit herstellen und so weiter. Und deshalb sollte man eben versuchen, an Menschenrechten orientiert zu entscheiden. Das heißt, der Utilitarist kann sagen, weil es richtig ist, weil es Nutzen erzeugt, soll man gerade nicht direkt den Nutzen zu maximieren versuchen, sondern soll sich andere Entscheidungskriterien bedienen, zum Beispiel der Menschenrechte. Und da kommen wir jetzt auf eine Konsenslinie, denn da bin ich auch der Meinung, dass das ein guter Ausgangspunkt ist, weil sie so weit verbreitet und akzeptiert sind und weil sie eben für meine Verhältnisse eben im Regelfall sehr, sehr großen Nutzen herstellen. Und deshalb, es bringt ja nichts, die angewandte Ethik zum Beispiel so zu betreiben, dass man sagt, als Kantianer sollte ich A sagen, als Utilitarist sollte ich B sagen, als Kontraktualist sollte ich C sagen und so. Und jemand, der eine Antwort der Ethik auf ethische Probleme sucht, der schüttelt den Kopf und verliert das Interesse daran. Ne? Der ist überfordert damit. Das heißt, man sollte tatsächlich Konsensprinzipien suchen, auf die sich die verschiedenen normativen Ansätze einigen können. Und Menschenrechte scheinen mir dafür ein sehr plausibler Kandidat zu sein. Insofern sind wir ab jetzt schon ein bisschen mehr auf dem gleichen Track. Genau, Herr Pogge, wenn wir die Menschenrechte mal nehmen und uns die Herausforderungen durch den Klimawandel dann auch vergegenwärtigen, wie würde denn so eine Art Klimagerechtigkeit, wenn Sie mit dem Begriff vorläufig leben können, geht erstmal, was bedeutet das konkret? Kann man von so einem Prinzip der Klimagerechtigkeit oder so sprechen? Oder Prinzipien? Also ich würde sagen, dass die Klimagerechtigkeit einfach nur ein Auswuchs ist der Gerechtigkeit im Allgemeinen. Wir müssen also, die Gerechtigkeit muss sich an die Welt, wie sie ist, anpassen. Welche Regeln gerecht sind und welche Regeln nicht gerecht sind, hängt davon ab, wie die Welt funktioniert. Also zum Beispiel, wie ich die Steuerregelungen einrichte, nicht? Das hängt davon ab, welche Konsequenzen verschiedene Steuerregeln haben würden, wie sich das auf die Einkommens- und Vermögensverteilung der Welt auswirken würde und so weiter. Also jetzt zu der Klimageschichte, nicht? Also ein wichtiger Punkt, wo wir wiederum übereinstimmen, ist der Universalismus, dass wir sagen, alle Menschen zählen gleich, alle Menschen haben, also das Leben eines jeden Menschen ist gleich wichtig. Der Utilitarist drückt das eben ein bisschen konkreter aus und sagt, die Glückseligkeit aller Menschen ist gleich wichtig. Ich würde das ein bisschen anders ausdrücken, aber das macht eigentlich nichts. Wie? Und der Sensationelle, ja, wie? Meine Arbeit zur globalen Gerechtigkeit anbelangt, würde ich einfach sagen, die Erfüllung der Menschenrechte aller Menschen ist gleich wichtig. Nicht? Das ist da der Hauptgrund. Also jetzt zum der Hauptpunkt, der eben sehr, sehr kontrovers ist, ist der Punkt, dass man sagt, auch die Menschen, die einmal leben werden, zählen und zählen genauso, wie wir auch zählen. Und das ist ein ganz großer Hinderungspunkt dagegen, dass wir mit dem Klimathema zu Rande kommen. Nicht? Also ich meine, wir nehmen die Menschen, die in Entwicklungsländern leben, die armen Menschen, weniger ernst als uns. Wir setzen unsere Prinzipien, unsere Interessen sehr viel höher an. Also wenn wir zum Beispiel in Verhandlungen involviert sind, auf internationaler Ebene über Fragen meinetwegen des Welthandels, dann verlangen wir von unserer Regierung, dass sie sich für unsere Interessen einsetzt und damit unseren Interessen sehr viel mehr Verhandlungsgewicht gibt, als die kamerunische Regierung oder die nigerische Regierung das für ihre Leute tun kann. Und dadurch kommen dann natürlich dann sehr ungleiche Vertragswerke heraus, die uns begünstigen, beziehungsweise unsere Firmen meistens begünstigen und die Menschen in den Entwicklungsländern sehr stark benachteiligen. Aber dieses Phänomen ist noch viel stärker, wenn es um zukünftige Generationen geht. Denn selbst die reichen Menschen zukünftiger Generationen haben sehr wenig Einfluss auf die Art und Weise, wie jetzt Verhandlungen geführt werden, wie jetzt Regelungen festgesetzt werden. Und insofern werden diese Interessen ganz systematisch hintangestellt. Und da ist der Utilitarismus ein sehr vernünftiger Gegenpol, der eben sagt, wir müssen die Tatsache, dass bestimmte Menschen zu dieser oder jener Generation gehören, völlig ignorieren. Die Glückseligkeit der Menschen aller Generationen ist genau gleich wichtig und wir müssen also die Interessen zukünftiger Generationen sehr viel wichtiger nehmen, zumal die auch wahrscheinlich volksreicher sein werden, also mehr Mitglieder haben werden als unsere. Wie kommen wir denn dazu, diese Interessen einzubeziehen, Herr Gesang? Was sind konkrete Reformvorschläge im Klimabereich? Ja, die liegen natürlich zum großen Teil auf dem Tisch. Also ich habe ja vorhin schon mal diesen Emissionshandel angesprochen. Das wäre zum Beispiel ein Modell. Das Problem ist eben, dass sie auf dem Tisch liegen und schon seit einer Weile und da auch sozusagen liegen bleiben. Also
Die Frage ist tatsächlich eher, wie kriegt man den politischen Prozess wieder so befeuert, dass er tatsächlich auch an die Umsetzung der vorliegenden Konzepte geht und Lösungsmöglichkeiten aufgreift. Ne? Also da scheint irgendwie ja mittlerweile eine globale Apathie ausgebrochen zu sein, seitdem Kopenhagen gescheitert ist. Glaubt sowieso niemand mehr so ganz ernsthaft, dass die noch irgendwie vor 2020 oder so ein verbindliches und gehaltvolles Klimaabkommen hinkriegen, die Staaten. Und dann lässt man jetzt einfach mal so schleifen, zeigt, dass man behandlungsbereit ist, indem man sich jedes Jahr mal wieder trifft und vertagt sich auf den Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwie. Das scheint ja momentan so ein bisschen das Prinzip zu sein. Und wie kriegt man diesen Prozess oder diese Schleife wieder bewegt und wieder konstruktiv gewendet? Und das ist in der Tat gerade ja, the main problem, I think. Herr Pogge, Sie haben es ja eingangs schon kurz angesprochen. Sie haben, arbeiten gerade an einem Vorschlag zusammen mit einer Gruppe von Juristen, der vielleicht auch in die Richtung was bewegen könnte. Worum geht es da? Ja, also wir haben 30 Prinzipien niedergelegt. Wir haben also uns über 3 oder 4 Jahre hinweg regelmäßig getroffen, diese Gruppe. Und das sind sehr hochgestochene Juristen aus allen möglichen Ländern und Erdteilen. Also wir haben alle Erdteile vertreten tatsächlich und haben diese Prinzipien formuliert und dazu auch einen sehr langen, ausführlichen Kommentar, der sich auf Präzedenzfälle und verschiedene Rechtswerke und so weiter konzentriert und eben sagt, dass man mit ein bisschen denen, also ohne weiteres sagen kann, dass die jetzige Rechtslage schon eine solche ist, die es Staaten vorschreiben würde, bestimmte Maßnahmen zum Klimaschutz durchzusetzen. Und es könnten sich jetzt Gerichtshöfe in diesen Ländern, in verschiedenen Ländern, könnten sich auf diese Prinzipien berufen und dementsprechend Recht sprechen. Sie wissen vielleicht, dass internationales Recht oder auch überhaupt Recht aus 3 Quellen sich speist, dass man also Sachen mit 3 verschiedenen Quellen begründen kann. Einmal eben den Gesetzestexten, Rechtstexten, zweitens Präzedenzfällen und drittens Opinio Juris. Und Opinio Juris ist so die Meinung von besonders wichtigen Rechtsgrößen, also Juristen, das können auch Professoren an rechtlichen Instituten sein, also Law Schools. Und wir wollen eben eine Opinio Juris schaffen, auf die sich Richter notwendig, also möglicherweise beziehen könnten. Das ist in verschiedenen Entwicklungsländern schon passiert. Also einer unserer Mitglieder ist ein berühmter Rechtsanwalt aus Indien, der hat einmal, er ist zum Gericht gegangen in Indien, hat gesagt, ich bin hier der Rechtsanwalt des Ganges-Flusses und hat mit diesem Fall tatsächlich sich durchgesetzt in Indien. Und ganz interessant, also der Ganges wird hier misshandelt und das darf nicht länger sein. Ich möchte jetzt hier einen Einspruch erheben im Namen des Ganges-Flusses. Und naja, das ist vielleicht nicht ein Beispiel, was sich in den USA leicht durchsetzen lassen würde, aber jedenfalls gibt es auch in den USA zum Beispiel Fälle über Prison Overcrowding, wo gesagt wird, dass die Menschenrechte, die Menschenwürde verletzt wird in diesem Gefängnis, wenn hier mehr als 280 Leute untergebracht werden. Und das ist erstmal ganz merkwürdig zu sagen, die Menschenwürde, was hat denn das mit der Zahl 280 zu tun, wie kommen die auf 280 und nicht 281 und so weiter. Aber ein Gericht muss eine solche Entscheidung treffen. Irgendwann müssen sie sagen, also das ist jetzt nicht mehr menschenwürdig, dieser Zustand. Und das haben sie auch gemacht und haben gesagt, ihr müsst jetzt sofort Maßnahmen ergreifen, um diese Zahl auf 280 runterzubringen. Und ähnlich könnte man sagen, ihr müsst jetzt sofort Maßnahmen ergreifen, um den Emissionsausstoß von so und so viel Tonnen pro Kopf auf so und so viel Tonnen pro Kopf runterzubringen. So schnell das eben irgend möglich ist. Ne? Und darauf hoffen wir, vielleicht nicht unbedingt in den USA als erstem Land, aber in europäischen Ländern, in Brasilien, in Südafrika, da gibt es Juristen oder Gerichte, die oft solche Entscheidungen getroffen haben. Und wir glauben, sie mit diesem Dokument dazu ermutigen zu können, wieder solche Entscheidungen zu treffen. Und da würden die Regierungen darauf hören. Ne? Also wenn, das Dokument steht öffentlich? Das Dokument gibt es, ist heute Mittwoch. Ich habe also allen Gruppenmitgliedern gesagt, dass sie, wenn sie bis Mittwoch keinen Dissent äußern, dann werde ich das Dokument als angenommen betrachten. Also ein paar Stunden müssen wir noch gedulden. Ja, also Mitternacht im letzten Land sozusagen. Das letzte Land ist wohl Brasilien.
die Westküste der Vereinigten Staaten oder so. Genau, eine herzliche Einladung nochmal jetzt an das Plenum, sich mit Fragen, mit Stellungnahmen einzubringen. Die ersten gehen bei uns ein. Wir sortieren das so ein wenig und versuchen das an die richtige Stelle zu setzen in die Diskussion. Wir sind jetzt ja gerade große Schritte gegangen und sind jetzt eigentlich bei den Reformvorschlägen. Wir haben jetzt einmal die Grundsätze ganz kurz angetippt und könnten jetzt eigentlich in einem nächsten Schritt fragen, was wären die zentralen Reformvorhaben, die wir eigentlich sozusagen morgen angehen müssten, Herr Gesang, aus Ihrer Sicht? Ja, aus meiner Sicht sind eben die Klimaverhandlungen global erstmal sehr festgefahren. Da tut sich momentan nicht viel. Und ich denke, das liegt daran, das könnten wir nur beeinflussen, wenn wir tatsächlich das, was wir beeinflussen können, nämlich die demokratischen Systeme, in denen wir in der westlichen Welt eben leben, tatsächlich auch verändern können in eine Richtung, dass dieser Verhandlungserfolg wieder möglich wird. Also natürlich blockieren da auch viele nicht demokratische Systeme, aber da können wir wenig gegen machen, weil wir da sozusagen keine Veränderung durchsetzen können. Aber ich denke, bei uns in den westlichen Demokratien fängt es schon an, dass wir eben eine Menge von hausgemachten Problemen haben, die Verhandlungserfolge, die weitergehend nötig wären, verhindern. Also wir haben zum Beispiel in unseren Demokratien eine starke Lobbybindung. Ne? Also Industrielobbys geben weitgehend den Ton an und die wollen eben nicht ihre eigenen Interessen über ein gewisses Maß hinaus zur Disposition stellen. Dann haben wir bei den Politikern das Problem, dass die natürlich auch Anreize haben, die nicht unbedingt für Klimapolitik sprechen. Das heißt, die wollen im Regelfall wiedergewählt werden, die wollen im Amt bleiben und das tut man alle 4-5 Jahre oder so wiedergewählt werden. Und die Leute in 200 oder 300 Jahren, die vom Klimaschutz betroffen sind, die können diese Politiker nicht honorieren. Die können denen keine Erfolge verschaffen und deshalb werden deren Interessen als erste sozusagen untergebuttert, wenn es ums Unterbuttern geht. Das heißt, wir haben im System so ein paar quere Pfeiler quasi, die verhindern, dass wir selber uns in Richtung mehr Klimaschutz bewegen können. Und mit System meinen Sie die Demokratie? Ja, in den demokratischen Systemen in den Industrieländern. Wie gesagt, in anderen Systemen ist auch vieles blöd, aber da können wir nicht eingreifen. Deshalb stelle ich jetzt eben die Frage. Es gab schon ein paar Versuche, aber. Ja, genau, aber wo wir selber noch wirkungsmächtig wären, sozusagen vorzugehen. Und ich persönlich habe mich jetzt vor allen Dingen im letzten Jahr stark gemacht für eine Idee, dass man Anwälte zukünftiger Generationen schon heutzutage in Entscheidungsprozessen einbindet und mit Stimmrecht ausstattet und versucht dadurch die Entscheidungen zu mehr Zukunftsfähigkeit hin zu bewegen. Das heißt, das klingt erstmal sehr abstrakt, tatsächlich hat es solche Ideen und schon realisiert gegeben, insbesondere in Ländern, in denen man es nie vermuten würde, nämlich in Israel und in Ungarn, wo es also einen parlamentarischen Kommissar für die Rechte zukünftiger Generationen einige Jahre gegeben hat, der sogar in diesen beiden Ländern mit einem Vetorecht gegen Gesetzesvorhaben ausgestattet war, die zulasten der Zukunft gehen. Das heißt, es war also nicht ein weiteres Beratungsgremium, davon haben wir relativ viele, auch in Deutschland, sondern das war tatsächlich ein politischer Machtfaktor, an dem der normale parlamentarische Prozess nicht vorbeigehen konnte. Und die Frage, die ich eben momentan mich bewegt, ist, ob wir sowas auf nationaler Ebene oder auch auf europäischer Ebene nicht auch installieren sollten. Da stellen sich natürlich eine ganze Menge von Problemen. Erstmal, ist das nicht Ökodiktatur light? Wie kann man das demokratietheoretisch rechtfertigen? Auf diese Sachen muss man natürlich alles Antworten finden. Ich denke aber, man kann sie finden. Das Problem, was ich dabei, also der Fortschritt, den ich erstmal davon erwarte, ist, dass es dann auch in internationalen Verhandlungsprozessen wieder zu Belebung kommt, weil wenn viele Länder solche Institutionen hätten, kämen sie mit ihrer Verhandlungsträgheit, die sie momentan an den Tag legen, zu Hause einfach nicht mehr durch. Würden sie also Gesetzesvorhaben gekippt werden, die dann auf dieser Trägheit beruhen oder so. Und von daher gesehen müssten sie sich dann bewegen. Allerdings frage ich mich in der Tat, ob diese ganze Struktur
irgendwie auch nur ansatzweise auf die USA zu übertragen ist, weil das ein politisches System ist, was sehr, sehr schwer reformfähig scheint, wo man erstmal überhaupt die Verkittung von Politik und Geld aufheben müsste, um da überhaupt Bewegung reinzubringen. Und da fragt man sich in der Tat, wenn Obama das schon nicht geschafft hat, wer schafft das dann da eigentlich oder so? Also da bin ich sehr skeptisch, aber auch auf zum Beispiel Informationen von Herrn Pogge, der da viel näher dran sitzt, wären da wahrscheinlich auch mal hilfreich. Aber in diese Richtung, Vorbild Israel und Ungarn, finde ich, könnte sich die Sache sehr gut bewegen. Natürlich muss man auch sagen, dass in beiden Staaten diese Institution nicht mehr besteht, aber das liegt auch daran, dass beide Staaten sehr, sehr extreme Staaten sind. Also Israel besteht ja seine ganze Existenz über einer permanenten Verteidigungssituation und da herrschen so viele vorrangige Themen, die im Nahostkonflikt begründet sind, dass solche Zukunftsthemen wahrscheinlich eben tatsächlich noch schwieriger zu implementieren sind und man sich überhaupt wundern muss, dass die 5 Jahre lang diese Institution gehabt haben, bis sie sie dann aus vorgeblichen Kostengründen eingestellt haben. In Ungarn war das Ganze noch bewegter, da hat man also diese Institution in der Verfassung verankert, da konnte man sie nicht so einfach abschaffen. Aber dann kam eben dieses Orbán-Regime an die Macht, also ein Regime, was sehr, sehr extrem ausgerichtet ist und was ja so die Grundpfeiler der Demokratie als solche in Frage stellt, mit dem die EU ja auch ihre lieben Probleme hat und so weiter. Das heißt, bei dieser radikalen Wende ist diese Institution so unter Druck geraten, dass man sie de facto ausgehöhlt hat, also die Mittel gekürzt hat, sodass der Kommissar, der da 4 Jahre lang im Amt gewesen ist, Sándor Filip, sein Amt dann aufgegeben hat. Das hat zwar mittlerweile jemand übernommen, aber der hat eben nicht mehr so viele Rechte und nicht mehr so viele Gestaltungsmöglichkeiten. Aber das sind eben zwei nicht sehr gefestigte, in sich gefestigte Demokratien, sondern Länder im Übergang und unter einem starken außenpolitischen Druck. Und ich denke, deshalb ist das Scheitern der Institutionen in diesen Ländern nicht unbedingt Vorbildcharakter hat für Institutionen, die in eher gefestigten politischen Systemen wie unserem etabliert würden. Sie haben jetzt gerade das Stichwort Scheitern genannt und auch eben schon die Macht des Geldes angesprochen. Und da möchte ich jetzt einmal eine Meldung aus dem Publikum anschließen, die sich auch an Herrn Pogge und die internationalen rechtlichen Prinzipien richtet. Und zwar die Frage, wie eigentlich die Macht von großen Firmen begrenzt werden kann, beziehungsweise ob sich das internationale rechtliche Vorgehen der Klage auch hierauf anwenden lässt. Reichen bestehende Gesetze dafür auch schon aus? Ja, ich glaube, das ließe sich schon zur Anwendung bringen. Also wir wollen jetzt ja weitermachen, wir haben jetzt uns in diesem ersten Dokument vor allen Dingen auf die Pflichten von Staaten beschränkt und wir wollen im zweiten Durchgang dann auch die jetzt schon bestehenden Rechtspflichten von Firmen unter die Lupe nehmen. Ich glaube, die Chancen sind da größer als bei irgendwas anderem. Also wenn man versucht, auf demokratischem Wege irgendwelche Regeln durchzusetzen, die für Firmen nachteilig sind, hat man den geballten Widerstand der Firmen zu befürchten. Und die sind eben zumindest in dem Land, in dem ich lebe, unglaublich mächtig, wie Sie schon richtig gesagt haben. Und wenn aber da ein Rechtsspruch ergeht, vom Bundesverfassungsgericht oder vom Supreme Court of the United States, gibt es überhaupt keine Frage, dass dass dem gehorcht werden muss, dass da gibt es keine andere Möglichkeit. Also es wird ein Gesetz einfach außer Kraft gesetzt und es ist undenkbar in einem Rechtsstaat, dass die Regierung dann sagt, das tun wir aber nicht. Insofern ist es, glaube ich, immer noch eine sehr, sehr gute Chance, auf dem Wege was zu erreichen. Jedenfalls, also schwierig, aber wenn man es hinkriegt, die Rechtsprechung dahingehend zu beeinflussen, hätte man, glaube ich, sehr gute Chancen, dass das kleben bleibt, dass das hält. Vielleicht eine ganz kurze Zwischenfrage an Herrn Pogge. Wie weitgehend würden Sie das Instrument, was Sie gerade beschrieben haben, von seinem Potenzial her beschreiben? Also ist es nur jetzt in Einzelfällen möglich, Firmen und Staaten haftbar zu machen, sodass man zwar einzelne Erfolge hat, aber damit globale Klimaziele nicht durchsetzen kann? Oder ist es so, dass Sie meinen, dass es bestehende Vertragswerke wirklich ausreichen würden, um zum Beispiel sowas irgendwie wie Richtung 2-Grad-Ziel oder sowas auch jetzt schon mit Prozessen durchzusetzen?
also wir versuchen das Zweite, nicht? Wir sagen, was ist denn jetzt, was sind die rechtlichen Verpflichtungen von Staaten, wie leiten wir die ab? Wir sagen, dass der Schutz der Menschenrechte zukünftiger Generationen verlangt, dass wir unter dieser 2-Grad-Leitplanke bleiben. Und wir sagen dann, dass die Verpflichtungen, die sich daraus für bestimmte Staaten ergeben, abgeleitet werden, genau wie Sie das auch gemacht haben, aus dem Prinzip, dass Menschen gleiche Rechte haben, die noch bestehen, die noch möglichen Emissionen vorzunehmen. Und dass Staaten sich also darauf beschränken müssen, auf eine bestimmte Quote, die sich daraus errechnet, also aus einem Glidepath. Nicht? Der Glidepath sagt, wie viel jedes Jahr noch emittiert werden darf, und jede Quote für jedes Jahr wird dann umgelegt auf die Staaten in Proportion zu ihrer Bevölkerung. Und das sind ganz kräftige Beschränkungen, die sich daraus ergeben würden. Vielleicht daran anschließend noch eine Frage aus dem Publikum. Und zwar gibt es ja in der Klimarahmenkonvention das Prinzip der Common but Differentiated Responsibilities, also der gemeinsamen, aber verteilten Verantwortung. Inwieweit lässt sich dieses Prinzip hier auch anwenden? Beziehungsweise sehen Sie da einen Konflikt zum Klimaschutz auf globaler Ebene? Ja, sehe ich eigentlich kein Problem. Und zwar würde ich sagen, dass die Verantwortung natürlich von verschiedenen Staaten unterschiedliche sind. Und zwar je nachdem, wie viel diese Staaten zur Klimaverschlechterung beitragen. Nicht? Also die Verantwortung von einem Land, was unter seiner Quote liegt, sind sehr viel geringer als die Verpflichtung eines Staates, der überhalb der Quote liegt. Und das haben wir auch in den Prinzipien so ausgeführt, nicht? Dass diejenigen, die über der Quote liegen, entweder alles dafür tun müssen, auf die Quote runterzukommen, oder aber Maßnahmen in anderen Ländern finanzieren müssen, die deren Emissionen so weit verringern, dass dadurch indirekt das reiche Land oder die Quote kommt. Nicht? Also das könnte man machen, wenn es billiger ist. Man könnte jetzt für ein anderes Land, was noch unter der Quote ist, zum Beispiel in Indien, könnte man jetzt für neue Technologien bezahlen, die es ermöglichen, Indien von Kohlekraftwerken auf andere Kraftwerke umzurüsten, meinetwegen Gezeitenkraftwerke oder Solarkraftwerke oder sowas umzurüsten und dadurch diejenigen Reduktionen von Emissionen zu erzielen, die man im eigenen Land nicht oder nur zu sehr teuren Preisen erzielen könnte. Ich habe hier auch nochmal eine Publikumsfrage, eine ganz konkrete an Herrn Gesang vielleicht. Wenn eine gewisse Grenze für Pro-Kopf-Emissionen eingeführt wird, etwa beim Emissionshandel, wie soll diese Grenze und ihre Einhaltung praktisch umgesetzt und kontrolliert werden? Das ist die Publikumsfrage. Würde sie gerne verbinden mit einer zweiten Frage, die solche praktischen Fragen, wie sie hier gestellt werden und ja im politischen Raum diskutiert werden, wie kann uns da sozusagen philosophische Reflexion bei helfen? Wir sind ja eingestiegen sozusagen von unterschiedlichen philosophischen Positionen. Reicht sozusagen die philosophische Reflexion so weit, dass wir bei solchen sehr konkreten Fragen noch etwas gewinnen können? Prinzipiell ja. Gut, bei dieser Frage würde ich einfach sagen, da ist kein besonderes philosophisches Know-how möglich, nötig, sondern klar, da werden ja dann Zertifikate ausgegeben und Leute, die ohne diese Zertifikate zu verbrauchen oder zu kaufen emittieren, die würden sich also sozusagen eines Gesetzesbruchs schuldig machen. Ne? Die würden dann gegen das geltende Recht verstoßen und da müsste man einfach Kontrollinstanzen schaffen, die möglichst so dicht sind, dass diese Leute dann auch tatsächlich bestraft werden. Also wie weit schwarze Emissionen dann sozusagen ausfindig gemacht werden und bestraft werden. Natürlich wird das nicht perfekt möglich sein, das zu regulieren, aber trotzdem, insbesondere wenn Sie an große Fabriken und so weiter denken, wird es schon schwieriger, die komplett vorbeizuführen an Kontrollmaßnahmen. Aber schon die Orientierung auf Pro-Kopf-Emissionen, das wäre schon eine Frage. Ja, es käme auch natürlich auf das Emissionsverhalten des Einzelnen an. Da könnte man Kontrollsysteme einführen, dass man zum Beispiel gleich mit dem Preis eines Produkts sozusagen, dass der draufgeschlagen wird, dieser Betrag für die Emissionszertifikate, und dass sie gar keine Chance haben, das Produkt zu erwerben, ohne quasi dieses Zeug, wie die Mehrwertsteuer jetzt ja auch draufgeschlagen wird, zu kaufen.
Und gut, es kann natürlich sein, dass das alles schwarzmarktfördernd wirkt, aber damit ist ja ein Problem, was wir generell an vielen Stellen haben und mit dessen Bekämpfung wir auch schon viele Erfahrungen gemacht haben, die im Prinzipiell möglich sein sollte. Ne? Aber das ist jetzt eine rein politische, ordnungsrechtliche Frage, die jetzt nicht so weit in die philosophische Reflexion führt. Ja, was kann philosophische Reflexion leisten? Ich glaube, zum Ersten bringt sie erstmal zutage, was das moralisch von uns Geforderte ist. Ne? Also, was ist überhaupt das Richtige? Wie sollen wir uns als Staaten und auch wir uns als Individuen verhalten? Was ist meine Rolle in diesem großen Problem Klimawandel? Und das ist ja erstmal, sind ja erstmal Fragen, die uns natürlich alle bewegen und die überhaupt für irgendeine Aktion in dieser Hinsicht die Grundlage bilden. Ne? Meistens hat man ja eine diffuse moralische Überzeugung, da irgendwie verpflichtet zu sein, was gegen zu tun. Aber was genau bin ich denn verpflichtet zu tun und warum habe ich diese Verpflichtung und so weiter? Das sind Fragen, die da also erstmal grundlegend beantwortet werden müssen. Aber dann glaube ich auch, dass es praktischere Anwendungen gibt, wenn Sie sich zum Beispiel diesen globalen Verhandlungsprozess angucken. Da spielt ja so ein Begriff wie Gerechtigkeit eine große Rolle. Ne? Dass also die armen Länder oder die Drittweltländer natürlich nicht eine beliebig ungerechte Lösung akzeptieren würden, dass sie in irgendeiner Form natürlich auf die historische Verantwortung der Industrieländer und so weiter pochen. Dass aber auf der anderen Seite die Industrieländer wahrscheinlich auch keine völlig gerechte Lösung durchgehen lassen werden, weil die nämlich sehr teuer wird für diese. Und dass man also die verschiedenen Möglichkeiten da über Gerechtigkeit zu argumentieren, analysieren kann, verstehen kann und dann auch in solchen Verhandlungen einsetzen kann. Ich glaube, das ist schon etwas, was auch tatsächlich den Verhandlungserfolg de facto befördert. Wir haben also auch empirische Studien in Mannheim, einem Zentrum für europäische Wirtschaft, was ja da auch angesiedelt ist, gehört zu den Wirtschaftsweisen dazu, wie tatsächlich solche Konzepte wie Gerechtigkeit konkrete Verhandlungsprozesse bei den Klimagipfeln und so weiter beeinflusst haben und welche Interessengruppen da vorher und nachher bestanden haben und so. Und da sieht man schon, dass die vom ZEW nicht umsonst auch den Anschluss an die Philosophie suchen, weil sie mit diesen Gerechtigkeitskonzepten eben tatsächlich auch die Unterstützung von solchen begriffsanalytischen Bemühungen brauchen, die wir dann liefern können. Natürlich hat das Ganze auch Grenzen, ne? Also bei allem Wissen, was richtig wäre und so weiter, kann man es natürlich nicht einfach die Umsetzung sozusagen angehen, wenn man, wir stecken ja meistens in dem Problemkreis drin, dass wir zwar bestimmte Vorstellungen davon haben, was geschehen sollte, aber eben es dann zum Beispiel umsetzen müssen, indem wir Gerichte brauchen oder so, wie die Strategie von Herrn Pogge gerade ja war. Und da ist natürlich dann eher eine andere Kompetenz wieder gefordert als die philosophische. Ne? Also wir sind nicht die Politik und wir sind nicht die Gerichte. Zum Thema Umsetzung möchte ich ganz gern anschließen, auch noch wieder mit einer Frage hier aus dem Plenum, und zwar an Herrn Pogge, zum Thema Rohstoffdividende, was ja auch ein Vorschlag ist, den Sie gemacht haben. Ganz kurz, die Idee ist, dass alle, die sich privat Rohstoffe aneignen, eine Abgabe leisten, die dann wiederum der Bevölkerung des Landes, in dem die Rohstoffe abgebaut wurden, zugutekommt. Und die Frage ist nun, wie würden Sie ein Regime oder ein Großunternehmen von dieser Idee überzeugen, dass dadurch ja weniger Gewinn erwirtschaften würde? Also zunächst mal würde ich sagen, dass die Firmen natürlich die Abgabe, die sie leisten müssen, weitergeben würden an die Endverbraucher. Nicht? Der Preis würde sich erhöhen, und zwar deswegen, weil ja alle anderen Firmen unter derselben Verpflichtung stehen, ebenfalls diese Rohstoffdividende einzubehalten bzw. abzuführen. Und dadurch würde sich ganz automatisch der Marktpreis erhöhen. Also wir würden mehr bezahlen für die in unserem Konsum eingebetteten Rohstoffe. Das ließe sich auch auf den Klimakontext übertragen, oder? Naja, also beim Klimakontext, wenn ich das eben kurz ausführen darf, ist mein Vorschlag ein bisschen anders. Ich würde sagen, dass der wichtigste Punkt ist, dass wir uns jetzt darauf einigen, welche Rohstoffe, welche fossilen Brennstoffe wir einfach nicht mehr verbrennen werden. Und wir suchen uns halt diejenigen fossilen Brennstoffe aus, die am wenigsten Schaden anrichten pro Einheit von Energie, die man aus ihnen herausholen kann. Und das sind im Wesentlichen Gas und Öl.
Und wir sagen, dass zum Beispiel Kohle überhaupt nicht mehr verbrannt werden darf. Und die einzige Art und Weise, das durchzusetzen in Anbetracht der Verhandlungsmacht der Firmen, die jetzt sehr viel Kohle besitzen, ist, dass man die entschädigt. Also wir treiben genug Geld auf, um sozusagen alle diejenigen, die jetzt Kohlevorkommen besitzen und ein paar Ölvorkommen wahrscheinlich auch noch, dafür zu entschädigen, dass wir den Aufbrauch dieser Ressourcen für illegal erklären. Damit werden die neutralisiert, die werden dann sagen, okay, wenn wir entschädigt werden, ist uns das egal, dann brauchen wir nicht riesig politisch uns zu engagieren gegen diese Regelung. Und dadurch würde sich dann sehr schnell natürlich der Preis von fossilen Brennstoffen erhöhen, um dem geringeren Angebot sozusagen Rechnung zu tragen. Und die Nachfrage würde sich dem also anpassen. Woher stammt die Entschädigungssumme? Wer ja, die Entschädigungssumme, die müssten wir aufbringen. Also idealerweise wären das die Staaten, die am meisten zum Klimawandel in der Vergangenheit beigetragen haben. Das wird sich nicht so ganz durchsetzen lassen, nehme ich mal an. Aber wir müssten eben sehen, dass wir uns auf einen Verteilungsschlüssel einigen, der einerseits das Bruttosozialprodukt der verschiedenen Staaten berücksichtigt, also die reicheren Länder sollten mehr beitragen als die ärmeren Länder, die volkreicheren mehr als die volkärmeren. Und es wäre natürlich auch möglich noch aus privater Hand, also es könnten Firmen, könnten gemeinnützig was dazugeben, NGOs könnten was dazugeben, Individuen könnten was dazugeben, wir könnten einen großen Fonds aufbauen und mit diesem Fonds sukzessive, gerade jetzt, wo die fossilen Brennstoffe gerade mal billig sind, lassen sich diese Rohstoffe in großer Quantität aufkaufen, weil sie in situ natürlich noch viel, viel billiger sind als auf dem Weltmarkt. Auf dem Weltmarkt wird Kohle gehandelt, die schon ausgebuddelt worden ist und Öl, was schon gefördert worden ist und so weiter. Und wenn man das einfach unter der Erde belässt und dann verkauft, das ganze Grundstück sozusagen, die ganze Region, unter der sich so ein Topf Kohle oder so ein Topf Öl befindet, verkauft, dann wären die Preise wahrscheinlich noch relativ gering. Nicht? Und wir könnten das dann, wir brauchten auch bei der Entschädigung nicht notwendigerweise 100% zu entschädigen, sondern man könnte auch meinetwegen 80% entschädigen oder sowas und dadurch den politischen Willen der Firmen, die das besitzen, sich gegen diese Lösung aufzulehnen, erheblich verringern. Wenn sie sagen, also wenn wir jetzt 70%, 80% Entschädigung kriegen, naja, dann wollen wir uns dem nicht entgegensetzen. Eine spontane Umfrage. Wären Sie bereit, einen Teil sozusagen beizutragen, diese Unternehmen, um diese Eigentümerinnen und Eigentümer sozusagen zu entschädigen, um es rechtlich sozusagen überhaupt möglich zu machen, denn das ist wahrscheinlich die Überlegung dahinter, und politisch vor allem dann auch durchzusetzen. Also eine sehr starke strategische Überlegung dahinter, anders als bei der Rohstoffdividende, da würde man gerade diejenigen entschädigen, die man tatsächlich vorher geschädigt hat, denen man sozusagen vorenthält, ein gutes Leben zu führen. Diese starke Intuition ist in dem Vorschlag nicht vorhanden, aber schaut sich sozusagen die Realitäten an, wenn ich das richtig sehe, und versucht sozusagen strategisch einen Weg zu ebnen. Wer würde spontan sagen, das überzeugt mich, dieses strategische Argument, ich wäre auch bereit, einen Teil der Steuern dafür zu geben? Wer würde ja sagen? Ist von mir noch nicht berechnet worden, aber vielleicht befindet sich jemand hier im Saal, der das eher kann als ich. Ich bin ja nur Philosoph. Also, ich meine, wir wissen, was die Weltmarktpreise sind für Kohle. Wir wissen, was die Vorkommen sind, also wie viel Kohle nachgewiesen ist oder vermutet wird in den verschiedenen Lagerungsstätten. Und wir müssen jetzt die beiden Sachen miteinander publizieren und dann abziehen die Förderkosten. Ja, möglicherweise Land kaufen, aber es reicht ja eigentlich, wenn wir ein Gesetz erlassen und sagen, es darf Kohle, darf überhaupt nicht mehr abgebaut werden, darf nicht mehr gekauft und verkauft werden, darf nicht mehr verbrannt werden. Kohle ist jetzt total illegal. Und wenn man das als Gesetz durchbrächte,
mit Entschädigung derjenigen, die jetzt Kohle besitzen, dann können die auch das Grundstück behalten oder verkaufen eben, weil jetzt wird es natürlich sehr viel weniger wert sein als vorher, wo man da unten drunter die ganze Kohle rausholen konnte. Also eigentlich ein ganz normaler Vorgang, eine Form von Enteignung, die dann eben auch entschädigt wird. Ja, das eine partielle Enteignung gibt es sogar, wenn ich das richtig sehe, im Grundgesetz als Möglichkeit, wenn der Staat entschädigt. Ist also vom Konstrukt nicht etwas, was es überhaupt nicht gibt. Wird natürlich nicht andauernd gemacht. Ist wahrscheinlich auch sinnvoll. Soll ich? Ja. Für diese Vorschläge, sowohl für den Fonds als auch für eine Etablierung rechtlicher Prinzipien der Klimagerechtigkeit oder auch des Emissionshandels, brauchen wir ja politische Unterstützung von den Bevölkerungen, damit die Regierungen das sozusagen auch überhaupt erst umsetzen. Und da kam aus dem Publikum die Einwendung, dass die Menschen in den Industrienationen im Prinzip keinen Bezug mehr zu Produktionsbedingungen und sozialen, ökologischen Auswirkungen haben und ihnen das vielfach auch egal ist. Die Frage ist jetzt, wie können wir diesen Bezug wiederherstellen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was wir natürlich alle versuchen, ist tatsächlich immer wieder die Mühlen der Aufklärung mahlen zu lassen. Das heißt, die Leute damit zu konfrontieren, mit den Folgen, ihnen Argumente zu liefern, dass sie sich eben nicht für wichtig oder ihre eigene Perspektive nicht für wichtiger als die zum Beispiel von jemandem in Äthiopien sehen können oder dass man dafür eben sehr schwer argumentieren kann, warum man das eigentlich tun können sollte. Und das läuft ja, dieses Verhalten läuft ja de facto darauf hinaus, dass man sich darum nicht kümmert. Dann heißt es eben, es läuft so, wie es weiterläuft und man selber profitiert und die anderen verlieren eben, die in Äthiopien zum Beispiel leben. Das heißt, man versucht natürlich immer wieder mit Argumenten und mit Veranschaulichungen, die auch über andere Medien gehen als Argumente, zum Beispiel Romane, Dokumentationen und so weiter, Bewusstsein zu schaffen. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Grenze da erreicht, wo die Leute nicht aus Unwissen nicht handeln, sondern einfach über eine bestimmte Grenze nicht hinaus wollen, weil es einfach bequem ist, weil es ihre Komfortzone ist und weil es eben halt auch nur begrenzte moralische Motivation bei den Leuten gibt. Und da ist echt der Hase so ein Stück weit im Pfeffer. Ne? Deshalb ist ja auch diese Idee, die ich vorhin zum Beispiel versucht habe anzusprechen, mit diesen neuen Institutionen, eine gewisse Quadratur des Kreises, nämlich dass man versucht, sich ohne, dass diese Institutionen jetzt direkt vom Volk eingesetzt werden und da auf eine direkte Wählermehrheit zu stützen, denn diese käme wahrscheinlich eben nicht zustande, wenn man die abstimmen ließe, dass man die trotzdem einsetzt und aber trotzdem meint auch, dass die demokratisch legitimiert sind. Weil es gibt in unseren Grundgesetzen oder Verfassungen sehr viele Dinge, die nicht direkt vom Wählerwillen und von Mehrheiten abhängig sind. Es gibt zum Beispiel Minderheitenrechte, die wir nicht zur Disposition stellen, selbst wenn die gesamte Bevölkerung quasi 100% dagegen stimmen würde. Das heißt, wir haben neben dem Mehrheitsprinzip in der Demokratie eine weitere Legitimationsquelle, eben das Verfassungsstaatsprinzip. Das heißt, bestimmte Werte, die wir in unseren Verfassungen fundiert haben, zum Beispiel eben die Menschenwürde, oder eben davon vielleicht abgeleitet dann auch die Menschenrechte. Und wenn eben Politik eklatant gegen diese verstößt, dann kann man aus diesen Werten heraus auch solche Institutionen rechtfertigen, die diese Werte eben wahren. Und die können eben halt auch ohne eine direkte demokratische Legitimation demokratisch eingesetzt werden. Wir haben ja auch jetzt schon sehr, sehr viele Institutionen, die uns regieren, aber nicht direkt gewählt worden sind. Zum Beispiel den Bundesrat in Deutschland, auf EU-Ebene laufend, also weder der Kommission ist wirklich gewählt worden, noch der Kommissionspräsident, wie man jetzt auch nochmal diskutieren konnte bei den letzten Wahlen. Das heißt, wir haben eine ganze Menge, die EZB sowieso nicht, von Institutionen, die über uns regieren, aber die nicht direkt demokratisch legitimiert sind, und dazu lässt auch die Demokratietheorie Spielräume. Das heißt, da hätten wir jetzt ein Instrument, was sich sozusagen ein Stück weit am Mehrheitswillen
vorbeimogeln könnte. Und dann aber langfristig muss man versuchen, die Mehrheit dahinter zu kriegen, weil sonst sind solche Instrumente halt nicht stabil genug. Obwohl die EU ja auch schon seit einigen Jahrzehnten quasi das Mehrheitsprinzip ausgehebelt hat. Obwohl ich immer noch sagen würde, im Rahmen der parlamentarischen Demokratie sind die Institutionen dann natürlich doch mittelbar legitimiert. Ja, das wäre bei dieser Institution auch so. Die ist zum Beispiel in Ungarn so entstanden, dass das Parlament diesen Kommissar gewählt hat letztendlich mit einfacher Mehrheit. Aber das Parlament tut ja auch eben viele Dinge, die nicht direkt auf den Wählerwillen zurückzuführen sind. Ne? Also es gibt ja auch immer diese politischen Strategien, bestimmte Pakete zusammenzuschnüren, von denen man meint, dass sie insgesamt eine Mehrheit finden, aber einzelne Elemente, weiß man, würden niemals eine Mehrheit finden. Und so ist die Demokratie eben so ein Wechselspiel zwischen Mehrheitsentschluss und dem, was die nur ihrem gewissen verantwortlichen Abgeordneten daraus machen. Ne? Und in dieser Kluft sozusagen kann man auch Instrumente ansiedeln, die jetzt nicht direkt auf den Mehrheitswillen zurückführbar wären und die eventuell, naja, diese Motivation des Einzelnen, der Grenzen gesetzt sind, umgehen könnten. Weil, ja, aber schwierig. Herr Pogge, bleiben wir doch jetzt zum Schluss. Ganz kurz. Da muss man was zu sagen. Ganz kurz, wenn ich darf. Also, ich wollte Sie ohne was. Ja, denn ich meine, jetzt zu sagen, dass wir die Demokratie abschaffen sollten, um gute Ergebnisse zu erzielen. Genau das wollte ich fragen. Nein, gut, dann danke. Ja, also das ist nämlich eine Publikumsfrage. Ganz kurz dazu. Also erstens mit der Europäischen Kommission, also die jetzt als großes Beispiel darzustellen, dass da also eben das Undemokratische doch sehr gut funktioniert, halte ich nicht für besonders erbaulich. Also ich würde sagen, dass ein großer Geburtsfehler der EU war, dass die Macht undemokratisch übertragen worden ist, und zwar genau wie 1934 auch. Wir hatten ein Ermächtigungsgesetz, der Bundestag hat im Dezember, was war das, 2000 und, wann war das? Oder Sie meinen jetzt nach der Maastricht. Maastricht, okay. Das war noch eher, das war 1900 irgendwas. 98 ungefähr. 97. Die haben also im Dezember das durchgepaukt, nicht? Und haben ihre Macht, die ihr vom Volk übertragen worden ist, haben sie einfach irgendwem anderen weitergegeben. Genau wie sie das damals bei Hitler auch gemacht haben. Und natürlich, die Europäische Union ist nicht so schlimm wie Hitler. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass wir als das deutsche Volk betrogen worden sind. Es steht in der Verfassung, alle Macht geht vom Volke aus. Wir haben diese Macht dem Parlament anvertraut. Das Parlament hat die einfach weitergegeben, ohne uns um Erlaubnis zu fragen. Okay. Also ich glaube, das war Staatsstreich ähnlich. Auch wenn natürlich die Europäische Kommission viel netter ist, als der gute Hitler ist. Also, ohne was zu geben. Zweitens würde ich sagen, dass ich hätte also viel mehr Vertrauen in die Demokratie als Sie. Ich würde sagen, wenn man einfachen Leuten die Frage stellt, würden Sie diese oder diese Einbußen in Ihrem Lebensstandard in Kauf nehmen, um damit Millionen von Menschen in zukünftigen Generationen vor diesen und jenen Schäden zu schützen, würde ich sagen, würde ich eine ganz große Mehrheit finden. Genauso auch bei der Armut, bei meinem Thema. Nicht? Also wenn man die Leute fragen würde und sagen würde, wärt ihr bereit, die untere Hälfte der Menschheit von 4% des Welteinkommens auf 6% des Welteinkommens aufzustocken? Ihr hättet immer noch 94% in der oberen Hälfte. Da würden euch also so und so viele Bruchteile verloren gehen. Die große Mehrheit würde sagen, auf jeden Fall. Was? Die haben nur 4%? Das ist ja ein Skandal. Natürlich müssen die aufgestockt werden. Ja, kurzer Zwischeneinwurf. Es gibt solche Umfragen, ja, auch tatsächlich, wo die Deutschen oder die Europäer und so natürlich zu Protokoll geben, dass sie hilfswillig und zahlungsbereit wären. Und es gibt aber dann auch konkrete Zahlungsbereitschaftsanalysen der Art, dass sie dann tatsächlich auch mit materiellen Forderungen konfrontiert würden, und da sieht Zahlungsbereitschaft sehr, sehr viel geringer aus. Also von der Allianz und von der Münchner Rück gibt es da zum Beispiel Studien, wo die Zahlungsbereitschaft de facto, wenn die Leute wirklich zur Kasse gebeten würden, gegen Null konvertiert. Und es gibt auch Studien, dass zum Beispiel bei direkter Demokratie und direkter Volksbeteiligung ein sehr starkes Homo economicus-Prinzip reagiert. Also dass da die Leute tatsächlich doch auf ein eigeninteresseorientiertes Abstimmungsverhalten, gerade auch in der Schweiz zum Beispiel, zurückgreifen. Und deshalb glaube ich, die Ressourcen, die da für die Lösung ökologischer Probleme stecken, haben auch ihre Grenzen. Herr Pogge. Ja, ich
will noch die Unterscheidung treffen. Also wenn man Leute fragt, würdet ihr $500 aufgeben, um einer armen Familie in den Entwicklungsländern ein gutes Auskommen zu ermöglichen? Da würden viele Leute wahrscheinlich Nein sagen. Aber wenn man sie fragen würde, würden sie $500 ausgeben unter der Bedingung, dass alle anderen, die so ähnlich gestellt sind wie sie, auch $500 ausgeben würden und dass damit nicht drei Familien oder eine dreiköpfige Familie, sondern eben 3 Milliarden Menschen, 1 Milliarde Familien auf den grünen Fuß kommen, da würde, glaube ich, die ganz, ganz große Mehrheit Ja sagen. Also das Problem ist ein Problem der Assurance, nicht? Dass ich sage, warum soll ich der Dumme sein, einer der ganz wenigen, die was beiträgt, um dieses Armutsproblem abzuschaffen, wenn die anderen nicht beitragen. Aber wenn jeder die Gewähr das hat, dass alle anderen auch beitragen, glaube ich, würde eine ganz, ganz große Mehrheit dahinter stehen. Vielleicht noch ein letztes Wort. Wir wollten ja Ihnen noch ein Wort geben, sozusagen zur Demokratie und zur Möglichkeit, sich sozusagen als Bürgerin und Bürgerin einzubringen. Da haben Sie natürlich absolut recht. Es geht ja darum, dass Sie mitmachen, natürlich. Bitte. Welche Möglichkeiten Sie sehen, sozusagen angesichts dieser unglaublich großen Herausforderung, sich dennoch im Grunde genommen auch zu motivieren, als einzelne Bürgerin etwas zu tun. Am besten heute noch. Ja, also als einzelne Bürger oder Bürgerin kann man sehr wenig tun. Man muss sich mit anderen zusammenschließen und mobilisieren. Ne? Ich meine, das, ich habe schon im anderen Saal von meiner glücklichen Jugend erzählt, wo wir also, als ich in Ihrem Alter war, haben wir mobilisiert. Wir haben riesige Demonstrationen abgehalten und wir haben auch was erreicht. Nicht? Wir haben also den Vietnamkrieg beendet mit riesigen Demonstrationen überall in der Welt. Wir haben die Apartheid zu Ende gebracht, die auch so leicht nicht zu Ende gekommen wäre. Wir haben also sehr viel für die Gleichstellung der Frauen erreicht. Und wir haben also, das ging dann in den 80er Jahren zu Ende mit der Reagan- und Thatcher-Revolution und so weiter. Aber es lässt sich durch Mobilisierung sehr viel erreichen. Und dieser Mobilisierungswille fehlt eben im Moment. Und da müssen Sie sich sagen lassen wahrscheinlich, dass Sie sich doch für das Thema Klimaschutz nicht genug interessieren, um dafür auf die Straße zu gehen oder irgendwelche effektiven Maßnahmen zu ergreifen. Sie sind zwar im Großen und Ganzen dagegen, aber nicht so stark dagegen, dass Sie auch wirklich was gemeinsam unternehmen würden, um diesen Klimawandel abzustellen. Herr Gesang. Ja, ich kann mal referieren, was man als Utilitarist und ich als Utilitarist insbesondere für Individualengagement für geboten hält. Also anders als Herr Pogge, der sich primär auf Institutionen und deren Umbau und Gerechtigkeit und so weiter appliziert, hat der Utilitarist tatsächlich auch eine Stoßrichtung auf das Individuum. Der sagt also, das Individuum hat tatsächlich sowas wie eine Spenden- und eine Engagementpflicht. Das heißt, die Engagementpflicht besteht darin, politisch aktiv zu werden, Zeit, die man sonst eben als Freizeit hätte, dafür aufzuwenden, zum Beispiel auf die Straße zu gehen oder sich einzusetzen für neue Institutionen. Oder es gibt sogar einen Aufsatz über Duty to Vote Green und so, solche Sachen. Das heißt, politisches Engagement an den Tag zu legen. Nun fragt sich natürlich, wie viel. Da hat der Utilitarismus ja auch eine offene Flanke, dass er sehr, sehr starke Forderungen stellen kann, die oft als Überforderungen empfunden werden. Das genau zu begründen, wie ich das begrenze, kann ich jetzt in dem Rahmen nicht mehr machen, aber ich tatsächlich bin für eine 10%ige Engagement- und Spendenpflicht für Normalverdiener sozusagen, also nicht für Hartz-IV-Empfänger oder sowas. Das heißt, dass man tatsächlich, und das praktiziere ich zum Beispiel auch bei meinem eigenen Einkommen, versucht in diesem Maße tatsächlich aktiv zu werden für Projekte, die zum Beispiel am besten Doppeleffekte haben, wie ich vorhin auch schon ansprach, die also sowohl Armut bekämpfen wie auch den Klimawandel. Also zum Beispiel, wenn Armut dadurch bekämpft wird, dass Leute mit erneuerbaren Energien ausgestattet werden, dann verhindert das, dass sie demnächst vielleicht mit Kohle aus Energie ausgestattet werden oder so. Oder allein auch schon in Bildung zu investieren ist sehr sinnvoll, weil Bildung
nachweislich dafür sorgt, dass das Bevölkerungswachstum geringer ausfällt. Und das Bevölkerungswachstum ist ein Faktor, der den Klimawandel auch befeuert, weil eben jeder Mensch, der geboren wird, sozusagen ein Recht hat auf eine lebenswerte Zukunft und dadurch natürlich auch auf eine gewisse materielle Grundstruktur, die auch wieder mit Energie und so weiter zusammenhängt. Also tatsächlich denke ich, dass man da auch als Individuum gefordert ist und in einem Maße, das mit der Altersmoral eben schwer zu rechtfertigen ist. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, nach einer gewissen Zeit ist es genauso normal wie das, was wir im Alltag normalerweise praktizieren. Da wird kein riesiger Unterschied empfunden. Aber das kann ich jetzt natürlich auch nur so antippen und nicht wirklich begründen. Von daher gesehen, das nur als Schock zum Abschied. Aber das ist doch etwas, was man mit nach Hause nehmen kann. Wir dürfen weiterdenken. Es ist ja nur ein Auftakt gewesen. Wir müssen irgendwann ein großes Forum machen, wo mehr Möglichkeit besteht, tatsächlich zu Wort zu kommen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und das Zuhören, das Mitdenken und danke natürlich ganz besonders Ihnen, Herrn Pocke, für den weiten Weg, diesmal nicht ganz aus Yale, sondern tatsächlich ist Herr Pocke zurzeit in Deutschland unterwegs, deshalb war es auch naheliegend, dass er einmal bei uns vorbeischaut. Großen Dank, Herr Pocke. Und natürlich auch Ihnen, Herr Gesang, für Ihren Beitrag. Ich habe so das Gefühl, diese Utilitarismusdebatte wird uns hier noch miteinander beschäftigen. Und dir natürlich auch, Clara, für die Danke Moderation. Ich natürlich auch. Danke. Danke Ihnen. Genau, und der Abend, wie Sie wissen, geht weiter, wenn Sie mögen.